So Leute, neue Runde von Erkennst du die YouTuber an ihrem Lachen von HiClips. Wie immer gibt es ein kleines Battle, Leute. Ihr könnt zusammen mitraten, ob ihr schneller seid als Bidizzle und dann die Punkte zusammenzählen. Schauen wir mal. Bisschen wach machen. Zählt wie immer, wie viele ihr erratet. Ja, erzähle ich. Nummer 1. Unge! Ja, auf jeden Fall, diese dreckige Lache. Junge, die erkenne ich doch. Ja, das ist Simon. Auf jeden Fall. So klang das auch früher immer, wenn er nachts in unsere Wohnung gekommen ist, damals im YouTube-Haus und Revi belästigt hat. Genau so. Das ist er. Doch, das muss er sein. Ja, wusste ich's doch. Junge, kein Problem. So, Nummer 2. Justin hier. Erinnert mich immer so an diese Shindy-Lache oder so. Oder ein bisschen Farid Bang. Oder? Ja, dieses ist so ein bisschen wie dieses Farid Bang. Bist da doch ganz gut. Wir sind gut drauf. GB! Halt auf! Diese Aura hat auch so eine Drecke gelacht. Ich liebe diese Lache, ganz ehrlich. Oh, da bin ich! Inscope! Oder? Ist das? Ich kann's nicht. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, ist er. Aber Sado, ich muss sagen, sind wir ganz gut. Ich glaube, hier haben wir jetzt am längsten gebraucht. Baby's Beauty Palace! Ja, die hat aber auch so eine dreckige Lache. Mann, Alter. Sissi. Ja. Was haben die da mit dem Staubsauger gemacht? Ich weiß es nicht. Knossi? Okay, Niki. Also dafür habe ich Knossi auch zu selten geguckt, als dass ich das... Also... Man hatte ganz kurz einmal Monte rausgehört, aber ich hätte das nicht sagen können. Oh, die Lache kenne ich. Das ist Simon Desue. Doch, das ist der. Doch. Das müsste er sein. Ja. Was ist das? Was für ein Video ist denn das? Irgendwas? Tanzverbot! Doch, das muss er sein. Doch. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das ist. Oder? Ja, jetzt davon nicht hat man es am besten gehört. Doch, das ist er. Ja. Das ist er. Oh, hat er aber Cyberpunk da im Hintergrund. Ist er ein Schwein? Da war doch gerade das Schwein. Also da im Hintergrund. Nicht, dass hier mir irgendjemand einen Strick draus irgendwas drehen. Das ist Revi. Ganz klar. Hä?
Was ist das denn? Das ist immer wie so ein Walross. Oder nee, wie so eine. Nummer 10. ApoRed. Ich glaube, das ist das. Doch. Das hat man eben hat man das ganz gut rausgehört. Ja. Mit seinen Schüchen da im Hintergrund. Monte. Also, die Lache ist schon sehr unique, ganz ehrlich. Diese ist auch so eine richtige dreckige Lache. So dieses ist aber schon immer sehr ansteckend. Und dann dieses klassische auf den Tisch hauen. Ist denn Paletto? Ist Paletto nicht dabei? Julian Bam? Julian? Also ich habe Revi im Hintergrund gehört. Julian Bam? Ist es oder Reese? Nee, ich würde Julian Bam sagen. Jawoll! Let's go! Hatte ich jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber. Ich meine, June und ich haben uns ja auch schon mal auf dem Flughafen getroffen. Diese Geschichte sage ich echt immer. Das ist auf jeden Fall Papa Platte. Oh, warum mache ich denn jetzt überhaupt auf Pause? Das ist hundertprozentig Papa Platte. Straight up. Das ist auch so ein richtiger Räudiger. Mann, jetzt in Paletto ist, glaube ich, gar nicht dabei. Das Video ist schon fast vorbei. Mann, die haben echt so eine ansteckende Lache, Junge. Wie viele YouTuber habt ihr? Hab ich alle? Nee, Knossi habe ich nicht erraten. Das war der einzige, wo ich ein bisschen gestruggelt habe. Kommt da jetzt noch? Schade, ich dachte, da kommt vielleicht noch so plus eins und dann ist dann Paletto. Oh. Naja, aber ich habe fast volle Punktzahl. Also da abonniert habe ich schon, geliked. Fand ich, war ein geiles Quiz.